Hi Leute, ich bin heute in Berlin unterwegs auf der Suche nach der wilden Natur. Ich will herausfinden, wie Tiere hier in der Großstadt klarkommen. Denn ihre Sinne sind noch mal feiner als die von uns Menschen. Für sie ist hier alles lauter und heller und die vielen Fahrzeuge müssen ihnen wahnsinnig schnell vorkommen. Und dennoch können sie hier überleben. Und wie? Das schaue ich mir heute mal genauer an. Für euch gibt's schon mal die ersten Infos. Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands. Hier leben viele Menschen und jede Menge wilde Tiere. Mehr als in anderen Großstädten, denn Berlin ist eine ganz besondere Stadt. Sie ist rundherum von Wald umgeben und mittendrin ist es auch sehr grün. Es gibt viele Parkanlagen, Kleingärten und Friedhöfe. Die Flüsse Spree und Havel ziehen sich mit ihren vielen Kanälen durch die Stadt, ideal für wilde Tiere. Hier sonnen sich ein Kormoran, Möwen und ein Graureiher. Im Wasser zieht eine Nutria vorbei. Das ist eine eingewanderte Biberratte aus Südamerika. Ha! Oh, da kommt meine erste Aufgabe. Hilf Marc beim Beringen eines Mäusebussards. Er wartet im Plenter Wald auf dich. Na gut, dann ab in Plenter Wald. Auf der einen Seite der Straße wohnen die Menschen. Auf der anderen beginnt schon der Plenter Wald, ein Naturschutzgebiet, in dem viele Vögel brüten. Ah, da hinten raschelt's. Ich schau mal. Könnte sein, dass da der Marc ist. Er will wissen, wie viele junge Mäusebussarde in Berlin leben. Hi Marc. Hi Pia. Hallo, und du? Wer bist du? Das ist der Thomas, mein Papa, der hilft uns heute. Sehr cool. Ja, Marc, ich muss ja Mäusebussarde bringen. Du musst, du darfst. Ich darf. Und du schaust aus, als wärst du schon voll bereit. Ich bin voll in Montur, kann losgehen. Geht ab in den Baum. Cool, dann legen wir los, oder? Los geht's. Geil. Los geht's. Und ich will natürlich wissen, was da oben abgeht. Deswegen kleben wir natürlich eine Kamera oben drauf. Zack. Mit Marc hochklettern geht leider nicht. Wenn auf einmal zwei Fremde am Nest auftauchen, ist das für die kleinen Mäusebussarde viel zu beängstigend. So, Marc, toi 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 und viel Spaß da oben. Danke, wir sehen uns gleich. Bis gleich. Ciao. Das macht Marc nicht zum ersten Mal. So schnell wie er die 25 Meter bis zum Nest schafft. Ha, und ich sehe jetzt genau, was Marc sieht. Schaut mal. Cool, oder? Jetzt ist er gleich oben, Leute. Ich sehe sie zwei. Marc, zwei sind drin, oder? Genau, zwei. Wow, die sind ja flauschig. Für den Transport legt Marc die Jungen vorsichtig in die Stoffbeutel. Achtung, Pia, die Beutel kommen. Okay, los geht's. Beutel fühlt sich der kleine Mäusebussard sicher. Mal sehen, wie er reagiert, wenn Thomas ihn öffnet. Schaut mal, das Junge ist ganz ruhig und scheint zum Glück überhaupt keine Angst vor uns zu haben. Ganz flauschig. Über uns kreist eines der Elterntiere. Es war auf Futtersuche. Wir legen das Junge in den orangenen Beutel. Darin wird es gewogen. 630 Gramm. Ist das okay? Für das Alter ist das ein sehr gutes Gewicht. Okay. Ja. Sie sind also gut genährt, oder? Sie scheinen der gut, genährt gut genährt zu sein. Ja. Ja. Kann man denn da jetzt auch schon sehen, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist? Bei den Mäusebussarden ist das sehr, sehr schwierig. Da sind die Männchen und die Weibchen nicht so unterschiedlich wie bei anderen Greifvogelarten. Okay. Ja. Also hier müsste man tatsächlich genetisch, das heißt mit einer Blutprobe, untersuchen im Labor, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Okay. Jetzt nehmen wir die Körpermaße, wie Schnabelbreite und Länge oder die Größe der Krallen. Der Blick in den Schlund zeigt, der kleine Mäusebussard ist gesund. Zum Schluss taste ich vorsichtig den Kropf ab. Fühlt sich nicht an, als wäre was drin. Dann hat er heute noch nichts gefressen.
Fehlt nur noch der Ring. Sag mal, Marc, warum machst du das eigentlich, das Beringen von den Mäusebussarden? Wir wollen versuchen herauszufinden, wie sich Mäusebussarde langfristig an uns Menschen in Städten anpassen und auch langfristig überleben können. Ja. Und die Beringung von Vögeln ist dafür eine Möglichkeit, die wir haben, um zu verstehen, was passiert mit Jungvögeln, nachdem sie das Nest verlassen haben. Ja, und habt ihr da schon irgendwas rausgefunden auch? Wir wissen, dass Mäusebussarde vor allem zum Brüten sehr geschützte Grünflächen, Friedhöfe und Parkanlagen benutzen. Ähnlich einer Fläche, in der wir uns gerade befinden. Und wo jagen die? Genau das wissen wir noch nicht. Wir versuchen das herauszufinden. Aber wir wissen, dass Mäusebussarde offene Flächen benutzen. Das heißt, sie müssen physisch ihre Beute sehen können. Ja. Nämlich das sind Kleinsäuger wie Ratten, Mäuse und Kaninchen. Greifvögel verraten viel darüber, wie es um ein Ökosystem bestellt ist. Geht es ihnen schlecht, geht es allen schlecht, weil sie am Ende der Nahrungskette stehen. Ganz am Anfang sind die Pflanzen. Von ihren Blüten leben Insekten wie Bienen oder Schmetterlinge. Von Insekten und Pflanzensamen leben Vögel und Mäuse. Und die wiederum werden von Greifvögeln gefressen. Verschwinden die Pflanzen, gibt es weniger Insekten. Dann finden Vögel und Mäuse nicht genug Nahrung. Und am Ende die Greifvögel, weil sie kaum noch Beute machen können. So, dann kommt jetzt der Ring. Jetzt kommt der Ring ran. Gut. Warte. So. So. Fertig. Ich glaube, der sitzt gut. Check mal. Da ist noch ganz viel Platz. Der rutscht nicht runter. Ist gut geschlossen. Der sitzt gut. Perfekt. Leute, dann habe ich meine erste Aufgabe gelöst und muss natürlich noch ein Foto machen. So. Einmal mit Köpfchen am besten. Das Mäusebussardjunge ist beringt. Es hat brav mitgemacht und kommt wieder zurück ins Nest. So, noch ordentlich festdrehen. Genau. Zack. Und wenn du oben bist, dann ziehst du sie dir hoch. Dann nehme ich sie hoch und dann kommen sie wieder zurück ins Nest und werden in Ruhe gelassen. Perfekt. Marc, vielen Dank. Das war echt eine mega coole Aktion. Sehr gerade. Gerne. Schön, dass du mit dabei warst. Und ja. Wenn dich ansonsten noch interessiert, was für andere Wildtiere hier so in der Gegend unterwegs sind, kannst du mal drüben schauen in der Wuhlheide. Da ist die Stefanie gerade unterwegs und geht auf Spurensuche. Oh, das klingt gut. Das mache ich doch. Die nächste Aufgabe ist nämlich noch nicht da. Perfekt, Marc. Vielen Dank. Gerne. Dann viel Spaß beim Hochklettern. Danke. Bis gleich. Ciao. Leute, da oben kommen die Eltern schon zurück. Das ist ein super Zeichen. Ich hoffe, die haben Frühstück für die Kleinen dabei. Ich bin am S-Bahnhof Wuhlheide angekommen. Direkt daneben geht's auch schon in einen großen Park mit Wald und Wiesen. Dort finde ich die Spurenleserin im Matsch. Hi, Stefanie. Hi. Ich bin Pia. Hi. Ich habe gehört, du kannst mir erzählen, was hier so für Tiere leben. Ja, das kann ich machen. Fällt dir denn schon ein Tier ein, was hier vielleicht leben könnte? Also, das schaut hier auf jeden Fall aus nach einem Wildschweinparadies. Das ist auf jeden Fall ein richtig großes Wildschweinbadezimmer, wo wir hier vorstehen. Ja. Die suhlen sich da drin und matschen sich voll. Beim Schlammbad werden Wildschweine parasitenlos. Das sind Schädlinge, die in den Borsten sitzen. Was gibt's hier sonst noch so? Ich kann dir ein bisschen was zeigen, komm mal mit. Ja, cool. Stefanis Hündin Emma ist wie immer dabei, wenn Frauchen auf Spurensuche geht. Guck mal, hier haben wir doch schon was. Guck mal, hier ist schon jemand durch den Matsch gelaufen heute Nacht. Kannst du diesen Abdruck hier sehen? Ja, den sehe ich. Genau. Und wie viele Zehen kannst du denn zählen? Okay, pass auf. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich finde, es schaut allgemein aus wie eine kleine Hand. Richtig. Stefanie zeigt mir, wie die Pfoten aussehen, die diese Spur gemacht haben. Von wem sind die denn? Soll ich es dir verraten? Ja. Vom Waschbären. Die lange Hinterpfote sieht aus wie ein kleiner Fuß und die Vorderpfote wie eine Hand. Waschbären. Hier in Berlin, die kommen doch eigentlich aus Nordamerika. Ja, genau. Die leben eigentlich nicht in Deutschland. Aber seit gut 30 Jahren leben und vermehren sie sich hier prächtig. Wow. Die sind von Pelztierfarmen ausgebrochen, als auch, dass sie teilweise ausgesetzt wurden. Okay. Genau. Und jetzt leben sie hier und fühlen sich wirklich pudelpudelwohl. Waschbären wohnen in Baum- oder Erdhöhlen. Am Abend kommen sie raus und streunen gemeinsam durch die Gegend, auf der Suche nach Fressen. Pflanzen, Regenwürmer, Insekten oder Mäuse. Manche Tiere wagen sich sogar mitten in die Stadt, wo sie sich über die Mülltonnen hermachen.
Weiter geht die Spurensuche. Ach, und guck mal, hier haben wir einen umgefallenen Baum, ja, eine umgefallene Weide. Und hier lohnt es sich auf jeden Fall mal, nach dem Waschbärklo zu gucken. Lass mal ein bisschen genauer hinschauen. Ja. Da machen die Waschbären drauf? Ja, da machen die immer wieder auf den gleichen Ort. Und das ist ganz wichtig für Waschbären. Ach, schau mal. Hier ist es. Ganz viele Würste auf einem Haufen. Das ist die Waschbärtoilette. Aber nicht nur die Toilette, sondern auch die Zeitung. Also stell dir vor, ein Waschbärmännchen macht hier so ein Geschäft. Ja. Und jeder Waschbär, der hier vorbeikommt, kann dann riechen, was dieser Waschbär gegessen hat, wo es gerade leckere Sachen gibt. Aber er kann auch riechen, wie groß er ist und ob er gerade vielleicht eine Frau sucht. Was? Genau, also das ist die Zeitung der Waschbären. Das lesen die alles aus dem Code. Das ist doch total verrückt, oder Leute? Wahnsinn. Cool. So. Schau mal, Stefanie, der Baum. Oh, das schaut ja cool aus. Ja. Das war bestimmt ein Specht, oder? Richtig. Haha. Ja, richtig gut. Das sind Spuren vom Specht aus dem Frühling, wenn er anfängt, den Baumsaft zu trinken. Also nach dem Winter kommt der ganze Baumsaft von der Erde wieder hoch, damit die ganzen Blätter wachsen können. Ja. Dann hackt er rein, tok, 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 und trinkt den Baumsaft. Cool. Der Baum behält zwar Narben, aber er geht davon nicht ein. Oh, Stefanie, das ist mein Handy. Oh, meine nächste Aufgabe kommt. Aber vielen Dank. Es war echt super cool. Sehr gerne. Und dir noch viel Spaß in Berlin. Dankeschön. Ciao. Suche einen Fuchs mit Dirk. Er wartet am Märkischen Museum. Na gut, dann mache ich mich mal auf den Weg. Das Märkische Museum liegt nicht weit vom Alexanderplatz im Zentrum von Berlin. Hi, Dirk. Hallo, Pia. Grüß dich. Hey. Hallo. Dirk, ich muss einen Fuchs finden. Na denn, wunderbar, da bist du hier genau richtig. Wir müssen jetzt nicht irgendwie in den Wald fahren oder so. Nein, also Füchse leben inzwischen mitten im Stadtzentrum. Die leben hier in Berlin haufenweise, eher in der Stadt als im Wald. Also wenn du Füchse suchen willst, dann musst du in der Stadt bleiben. Okay, ja dann, Dirk, legen wir los. Ja, na denn. Da lang? Da lang. Gut. Normalerweise leben Füchse in Wäldern oder an Feldrändern. Dort graben sie einen Bau in die Erde, in dem sie ihre Jungen aufziehen. Also, Dirk, wenn ich mich hier so umschaue, hier sind Häuser. Da hinten sind noch mehr Häuser. Und da hinten sind noch mehr Häuser. Wo leben denn die Füchse? Die wohnen ja nicht im Keller. Total verrückt, oder? Die ja. Füchse haben sich inzwischen die Stadt als neuen Lebensraum erobert. Die sind auf Friedhöfen, Altersheimen, die ja. sind in Schulen, die sind auf Kinderspielplätzen und eigentlich überall da, wo keine Hunde hinkommen. Haben die etwa Angst vor Hunden? Ja, die haben wirklich Angst vor Hunden und die haben eine sehr feine Nase. Die können genau riechen, wenn irgendwo ein Hund langläuft. Ja. Und wenn da eine hundefreie Zone ist, dann sagen die sich, hier wollen wir leben. Verrückt. Einer der Plätze, den sich die Tiere ausgesucht haben, ist in dieser Straße. Hier hat sich ein Fuchspaar häuslich niedergelassen. So, Pia, gleich sind wir da. Achtung, hier ist es. Hier? Ja. Aber doch wohl nicht in dem Haus. Nein, im Haus nicht, aber das zeige ich dir gleich mal. Daneben, da ist die beste Wohnadresse für Füchse. Na gut, ich glaub dir mal. Ja, bitte. Ja. Hier überall könnten sich Füchse schon aufhalten. Hier zwischen, dahinter, zum Beispiel auch unter Terrasse. Und je unordentlicher, also je mehr Versteckmöglichkeiten er in der Stadt hat, desto ja. besser ist es für den Fuchs. Wichtig ist nur eins, Mensch darf nicht rankommen und kein Hund. Du wirst jetzt staunen, wo die Füchse sind. Du wirst staunen. Pass mal auf, wir setzen uns mal hin. Okay. Und wo sind die Füchse? Wenn du schon so redest, wahrscheinlich direkt unter uns? Ja, wir sitzen auf dem Fuchsbau. Hier haben die Tiere richtig viel Platz und es gibt mehrere Eingänge, durch die sie ihren Bau verlassen können. Die Aufnahmen von der Fuchsfamilie haben die Bewohner des Hauses gemacht.
Die Jungen sind im Frühjahr auf die Welt gekommen. Es sind Stadttiere, die im Wald nicht mehr zurechtkommen würden. Mensch und Fuchs können prima zusammenleben, aber niemals die Tiere streicheln oder füttern. Was für Futter finden die Füchse denn hier so? Also, wenn wir beide Füchse wären, dann würden wir vermutlich am frühen Abend erst losgehen und so ein paar Mäuse verspeisen. Aber von der Maus wird der Stadtfuchs nicht satt. So richtig satt wird er von Ratten, vom Kompost, manchmal sogar auch vom Katzen- und Hundefutter, die die Leute auf die Terrasse packen. Ja. Und später in der Nacht würden wir uns beide ein paar Krähen, ein paar Tauben holen und würden ziemlich satt nach Hause kommen. Dann würde ich sagen, mache ich es mir jetzt mal ein bisschen gemütlich, weil die kommen wahrscheinlich noch nicht gleich raus, die Füchse, oder? Na, man braucht ein bisschen Geduld trotzdem, aber grüß mir die Füchse. Auf jeden Fall. Ciao, Dirk. Mittlerweile sind die Jungtiere schon älter als auf den Aufnahmen und kommen nicht mehr jeden Tag zum Spielen aus dem Bau. Hoffentlich habe ich Glück. Aber auch nach 2 Stunden hat sich noch kein Fuchs gezeigt. Hä? Mein Handy quakt, die nächste Aufgabe kommt schon. Ich habe doch den Fuchs noch gar nicht gesehen. Ha! Na gut, was steht an? Baue eine Eichhörnchenbrücke mit Tanja in Teltow. Eine Eichhörnchenbrücke, das hört sich lustig an. Bevor ich dahin gehe, mache ich aber zumindest noch ein Foto vom Fuchsbau. Einen Fuchs habe ich zwar nicht gesehen, aber einen Fuchsbau. Damit habe ich meine 2. Aufgabe immerhin fast gelöst. Ich bin einmal quer durch die Stadt gefahren. Hier in Teltow gibt es eine Eichhörnchenhilfe. Dort können verletzte Tiere abgegeben werden. Hi Tanja. Oh, hallo, grüße dich. Grüß dich, du fütterst hier schon Hörnchen, oder? Ja, ganz genau. Möchtest du mir gleich helfen? Ja, auf jeden Fall. Dann halte ich das mal. Ganz, ja, vielen Dank. Aber sag mal, warum fütterst du die denn? Finden die hier draußen nicht mehr genug Nahrung? Ja, viele finden tatsächlich nicht mehr viel Nahrung, weil in der Stadt ganz viele Bäume gefällt wurden, weil da auch nicht die richtigen Bäume stehen. Also die Hörnchen brauchen Haselnusssträucher und Walnussbäume und hohe Nadelbäume. Mhm. Und davon gibt es halt immer weniger. Die Menschen fällen immer mehr. Und da wird es manchmal sehr schwierig für die Eichhörnchen. Auf dem Speiseplan stehen Haselnüsse, Walnüsse und Sonnenblumenkerne. Jetzt zeigt mir Tanja, wo sie die verletzten Tiere aufpäppelt. In einer großen Voliere, die sie extra dafür gebaut hat. Hier springen etwa 40 Eichhörnchen herum. Cool. Wow, Tanja, hier sind ja echt einige Eichhörnchen. Ja, genau. Und die Hörnchen hier sind schon Gott sei Dank gesund. Mhm. Und sind bald so weit, dass sie halt ausgewildert werden können. Die vielen Säckchen, die hier hängen, nutzen die Eichhörnchen als Nester. Manche kamen als Jungtiere. Sie hatten ihre Mutter verloren und wurden zum Glück rechtzeitig hierher gebracht. Woran erkenne ich denn, dass ein Hörnchen Hilfe braucht? Also es passiert öfter, dass kleine Hörnchen Menschen hinterherlaufen, sich zum Beispiel auf den Schuh setzen oder an den Menschen hochklettern. Manchmal, wenn Leute so eine Kapuze haben, legen die sich auch in die Kapuze oder in eine Jackentasche. Und das sind Hörnchen, die brauchen Hilfe. Und die sind ganz, ganz geschwächt und haben aber keine Krankheiten, die für uns gefährlich werden können. Okay, das ist ja auch gut zu wissen. Und wenn du jetzt so unterwegs bist, wie du jetzt gerade unterwegs bist, dann wird es wahrscheinlich... Ja, wie nimmt man dann transportiere ich das? Ganz genau. Ja. Da habe ich mal was vorbereitet und dachte, das zeige ich dir mal. Also das ist jetzt sozusagen das Hörnchen. Und wenn man das sieht, kann man das halt erstmal in die Hände nehmen. Und wenn man es ein bisschen transportieren muss, packt man es halt hier ins T-Shirt rein. Okay. Und macht einfach die Hand drüber. Und so fühlt sich das Hörnchen ganz doll beschützt, fühlt sich sicher und wird ganz sicher sofort einschlafen. Dann sollte man es bei einer Eichhörnchenstation abgeben. Viele Eichhörnchen wurden von Autos angefahren. Der Straßenverkehr in der Stadt ist super gefährlich für die kleinen Nagetiere. Wenn die Hörnchen zum Beispiel im Herbst ihre Nüsse verstecken wollen, weil die ganz viele Nüsse, die denken nur daran, Nüsse verstecken, verstecken, verstecken. Und dann rennen die über die Straße und gucken überhaupt nicht. Ja. Ne? Und dann werden ihnen die Autos gefährlich. Oh je. Ja? Und ich soll ja eine Eichhörnchenbrücke bauen. Ei, ei, ei. Die ist natürlich auch dafür da,
dass Eichhörnchen über eine Straße kommen können, oder? So wie wir Menschen auch. Ja, ganz genau. So was gibt es ja in Berlin. Und das ist eine ganz tolle Sache. Super. Können wir denn jetzt hier vielleicht schon mal eine kleine Eichhörnchenbrücke bauen? Wir können es mal versuchen. Super. Ja. So, Leute. Ist natürlich klar, dass ich nicht so einfach eine Brücke über eine Straße bauen kann. Deswegen baue ich das Ganze hier in klein mal für euch nach. Einen Moment. Das Seil sollte faustdick sein. Meins ist etwas dünner, aber Eichhörnchen können ja gut klettern. Zweimal. Tada! Mal schauen, ob sich gleich noch ein echtes dazu gesellt. Dieses Eichhörnchen hier ist neugierig und schaut sich meine Brücke an. Ein anderes ist mutiger. Es wagt sich aufs Seil. Von dieser wunderbaren Eichhörnchenbrücke. Die dritte Aufgabe ist auch gelöst. Und die große Brücke werde ich mir gleich noch anschauen. So, Leute, jetzt bin ich bei der richtigen Eichhörnchenbrücke. Ursula, wie war denn das, als ihr diese Brücke gemacht habt? Habt ihr das Seil gespannt und die Eichhörnchen sind dann direkt drüber gelaufen? Wir mussten sie locken. Wir haben hier erstmal Kästen angebracht, da haben wir Futter reingemacht. Und du kannst dir vorstellen, da waren sie neugierig, wollten an die Nüsse. Und als sie schon mal auf dem Baum waren, haben sie auch die Eichhörnchenbrücke dann gefunden und erkundet. Perfekt. Und die ist jetzt in Betrieb. Also Eichhörnchen laufen drüber. Das wirst du schon selber rausfinden. Alles klar. Dann kletter ich jetzt mal hoch, ja, und hol die Kamera runter. Pass auf. Mach ich. Bis gleich. Ja, tschüss. Oben am Seil ist eine Wildtierkamera angebracht. Alex, der mit mir klettert, macht das regelmäßig und schaut, ob die Kamera ein Eichhörnchen auf der Brücke fotografiert hat. So, Ursula, schau mal. Ich habe die Kamera dabei. Okay. Dann mache ich sie mal auf, oder? Ja. Zack. Da sieht man eins. Mhm. Von hinten aber. Ja. Cool. Da, noch eins. Mhm. Wow. Also Ursula, wir können sicher sein, dass die Brücke benutzt wird, oder? Ja, und es hat sich auch rumgesprochen. Also die ersten Eichhörnchen, die es entdeckt haben, die erzählen es dann auch den anderen weiter. Ja. Und die Mütter zeigen es auch ihren Kindern. Ja. Tatsächlich dann, kommt mit hier rüber, hier ist es sicher, hier könnt ihr langlaufen. Perfekt, mhm, super. Oder Leute, das ist doch toll, dass die wilde Natur Stück für Stück wieder zu uns in die Großstädte kommt. Und wir können dabei helfen. Wie, das wisst ihr ja jetzt. Und ich bringe mal die Kamera wieder hoch auf den Baum und sage tschüss, freue mich schon sehr auf unsere nächsten Abenteuer in der wilden Natur.